Boah, Leute, was geht ab? Heute werden wir was richtig, richtig Cooles machen. Und zwar werde ich meinen eigenen Halloween-Shop bauen. Weil bald ist Halloween und ich freue mich schon auf Süßes oder Saures. Oh, wenn du dich auch schon freust, dann lass jetzt schnell ein Like und ein Abo da. Und vergiss nicht, ein Herz in die Kommentare zu schreiben für ganz viel Süßigkeiten. Hallo. Hä? Wer ist denn da? Was ist denn? Ah! Mann, mach die Tür auf! Ey, du bist ein Zombie, Brex hier! Ich bin ein starker Zombie, hast du gesehen? Süßes, sonst gibt's Saures. Ich hab das vorbereitet, damit mir nichts Süßes gibt. Leute, es ist noch nicht mal Halloween. Doch, ist es. Schon. Nein, das ist erst in ein paar Tagen, Leute. Ihr könnt doch nicht hier rumlaufen und Süßes oder Saures fragen. Doch, ich kann schon. Jetzt gib her, sonst werfe ich Eier auf deine Haut. Nein, nein, hör auf damit. Aber Leute, ich habe was noch viel Besseres für euch. Hm? Ich werde heute meinen eigenen Halloween-Laden aufmachen. Oh, wie cool. Mhm. Wo? Neben dem Kino, Leute. Und da könnt ihr was richtig Cooles kaufen. Und speziell auch richtig coole Sachen für dich, Jimmy. Was denn alles? Und hör auf mit Eiern zu schmeißen. Das werdet ihr sehen, wenn ich den Shop gebaut habe. Bis dahin müsst ihr die Füße stillhalten. Okay, solange wasche ich mein Gesicht ab. Ich bin nämlich in den Farbtopf gefallen. Du Blödmann. Das ist so lustig. Okay, Leute, ich baue jetzt meinen Shop. Tschüss. Okay, Leute, wir bauen jetzt unseren Shop. Aber bevor wir das machen, Leute, müssen wir uns natürlich noch ein cooles Kostüm anziehen. Oh, seid ihr bereit, Leute? Und dann werden wir erstmal meine Freunde erschrecken. In 3, 2, 1. Boah! Leute, schaut mal, ich bin ein pinker... Ich bin ein lila Geist. Oh, richtig cool, Leute. Und ich erschrecke jetzt erstmal meine Freunde. Und wenn du mal in meine Stadt mitspielen willst, musst du das Video bis zum Ende schauen. Und natürlich liken und abonnieren. Komm schon. Okay, wo ist Brexy? Oh, der wäscht sich gerade ab. Warte, Brexy, ich bin's. Odi, du hast mich erschreckt, Dussel. Das ist mein Kostüm für Halloween. Ich bin ein lila Geist. Boah, wie cool. Das sieht viel cooler aus als ich in einem Warte, lass noch Jimmy erschrecken. Ruf ihn mal. Ich versteck mich hinterm Haus. Jimmy, komm mal schnell zu mir. Ich muss dir ja, wo bist du? Was geht, Brexy? Hier drüben, komm mit. Er kommt. Geh mir Pizza. Mann, warum weinst du, Jimmy? Ich bin's, Odi! Odi, ich dachte, ich werde aufgegessen. Ach Quatsch, Jimmy, keiner will dich essen. Ich wollte euch nur mein Kostüm zeigen. Und wie gesagt, ich baue jetzt meinen Shop auf. Und ihr könnt euch nachher was kaufen, Leute. Das wird so cool. Hast du auch Kostüme? Kostüme? Vielleicht. Los, baue endlich. Okay, Mann. Au. Ja, ich baue schon. Geht weg. Okay, Leute. Ihr habt's gehört. Wir brauchen richtig coole Sachen. Und ich würde mal sagen, wir bauen den Laden direkt neben dem Shop, Leute. Dazu machen wir erstmal einen richtig coolen Weg zu unserem kleinen Shop. Oh, das wird so cool. Und schaut mal, wie viele Sachen ich schon habe in meinem Inventar. Das wird so gruselig. Okay, Leute. Dann kommt hier eine Tür hin. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe gar keine Tür mehr. Aber egal, wir machen das einfach so. Und dann kommt hier so, zack. Das wird ein kleiner Laden, Leute. So. Oh, ich freue mich schon, Leute. Das wird so cool werden. Oh Mann, ey. Ich frage mich, ob wir auch richtig viel Geld dafür bekommen. Und das Beste wäre, wenn jemand eine Party schmeißt. Boah, das wäre so mega cool, Leute. Okay, so, zack. Und dann brauchen wir hier noch ein paar, zack. Und mir fehlt noch Glas, fällt mir auf. Aber das ist gar kein Problem. Ich rufe einfach meine Freunde an und die sollen mir ein bisschen was bringen. Bauarbeiter? Hä, was machst du denn hier? Was das sein soll, das wird mein neuer Shop, du Blödmann. Was? Ob ich... Ach so, Sicherheit?
Warte mal, Bauarbeiter. Hast du ein bisschen lila Glas für mich? Mhm. Und, ja, lila Glas bräuchte ich einmal. Und vielleicht eine coole Tür. Mhm. Oh, hast du? Boah, lila Glas, Leute. Boah, das sieht so cool aus. Und, die Tür? Mhm. Boah, cool. Okay, dafür bekommst du von mir, eine Süßigkeiten-Schüssel. Nicht alles auf einmal, Bauarbeiter. Das ist doch für die Kinder. Oh, warte mal. Jimmy! Ich weiß nicht, da war irgendwas. Oh Mann, Odi, zum Glück bin ich hier. Hier wollte irgendjemand deinen Laden attackieren. Gar nicht. Das ist der Bauarbeiter, der wollte mir helfen mit Bauen. Ah, okay, dann ist ja alles gut. Ja, warte einfach ab. Der Laden wird richtig cool, Jimmy. Okay, Bauarbeiter, willst du mir ein bisschen helfen? Oh, cool. Okay, Leute, der Bauarbeiter will uns helfen. Wir machen unsere Tür hier vorne rein und zack, können wir rein. Oh, das sieht so cool aus. Und dann machen wir hier Glas, weil Bauarbeiter, das muss alles aus Glas bestehen, damit die Leute sehen, was wir zu verkaufen haben. Okay, so, wir bauen natürlich weiter, Leute. Und das, was hier noch gebaut wird, zack, und hier hoch. Und zack, das wird ein richtig cooler und gruseliger Laden, Leute. Oh, Jimmy! Ich will keinen Gruselladen hier haben. Aua, auf damit. Das tut weh. Das wird kein Gruselladen, Jimmy. Vertrau mir, das wird dein Lieblingsladen. Ich sag nur orange. Wirklich? Ja, jetzt komm später wieder. Los, es ist eh schon dunkel. Na schön. Oh Mann, ey, okay. Nicht. Oha, du hast ja Doppeltüren gemacht. Das sieht richtig cool aus, aber irgendwas ist hier falsch. Okay, so, wir machen auf jeden Fall weiter. Und zwar machen wir hier erstmal einen Kassiererraum. So, ich bin der Kassierer. Hallo, oh Mann, das geht nicht kaputt, Bauarbeiter. Was hast du mir da gegeben? So, ja, hier brauche ich einen Eingang. Das hier kaputt machen, bitte. Nein, das hier. Oh, nicht alles. Oh, Mann, ey. Naja, egal, Leute. So, zack und zack. Und das hier kann ich dann abkassieren, Leute. Das wird so cool. Okay, und den Boden, schaut mal, den machen wir so eklig, dass die Leute Angst haben, da hinzulaufen. Stopp, warum? Was hast du da? Schleim? Boah, das ist ja noch gruseliger. Okay, Leute, wir machen hier ein bisschen Schleim hin, dass es so richtig eklig aussieht. Oh, cool, Leute, das wird so mega cool. Okay, Bauarbeiter, wir brauchen aber noch ein Dach. Das musst du bauen. Ich richte schon mal ein, okay? Okay, Leute, und wir haben so viele Sachen. Und schaut mal, ich habe sogar ein Schild, wo heißt... Oh, Halloween-Artikel und Kostüme, das wird so cool. Okay, Leute, wir müssen erstmal noch den Außenbereich ein bisschen, bisschen dekorieren. Und dafür brauchen wir Kürbisse, Kürbisse und noch mehr Kürbisse. Und zack und zack und nochmal hier ein Kürbis. Okay, wir müssen die ganzen Abdeckungen von dem Bauarbeiter wegmachen. So, oh, das wird so mega cool. Ach man, blödes Schild. So, okay. Und hier noch ein Kürbis. Und ich will noch das hier haben, weil das man sieht, okay, das ist Odis Laden. Machen wir noch das hier vorne hin. Zack. Und das sieht schon mal richtig cool aus, Bauarbeiter. Okay, Leute, dann müssen wir jetzt drinnen weitermachen mit Regalen. Da wollte mir hier irgendwas... Oh, ein Schild? Oh, soll ich da draufschreiben, Odis Halloween-Laden? Okay, warte. Ich schreibe hier drauf, Odis Hello... Nee, warte. Halloween Shop. Zack! Ha! Wie cool, Leute! Okay, wir müssen jetzt hier noch ein paar Sachen hinstellen. So wie, Süßigkeiten. Oh, schaut mal, wie gruselig dieser Schädel aussieht als Kerze. Da habe ich glatt Angst, Leute. Dann brauchen wir noch ein Dach. Schneller, das Dach ist fertig bauen, Bauarbeiter. Oh Mann, ey. Okay, dann brauchen wir noch eine Spinne auf dem Boden. Und schaut mal, wie eklig das aussieht. Aber auch irgendwie süß. Dann brauchen wir ein paar Kürbisse. Dann auf die Kürbisse.
Nochmal Kürbisse, oh, wie cool. Dann brauchen wir nochmal, schaut mal, so einen Kerzenständer. Die sind immer in so Horrorhäusern drin und die sehen auch so gruselig aus. Und dann haben wir sogar noch Plakate, und zwar so Geisterplakate. Oh, das sieht so gruselig aus. Oh, Junge. Okay, was haben wir denn noch? Oh, solche Kerzen. Oh, ja, die Geister. Die wollte ich da auch gerade hinmachen, Mann. Die habe ich doch schon, du Blödmann. Oh, hier. Geist. Oh, wo können wir noch einen Geist hinmachen? Oh, hierhin und hierhin. Oh, cool. Okay, jetzt brauchen wir noch die Lichter, die wir draußen hinmachen können. Eins hier. Oh, das sieht schon so gruselig aus. Oh, ich glaube, uns fehlt noch hier ein Geist. Was denn, Bauarbeiter? Was ist schon wieder? Du hast. Was hab ich denn? Du hast mir eine Kasse geschenkt? Boah, wie cool. Oh, der Bauarbeiter ist richtig nett, Leute. Wir müssen dem irgendwann mal auch einen Namen geben. Aber bis jetzt heißt es einfach Bauarbeiter. Okay, danke, Herr Bauarbeiter. Den Rest schaffe ich selber. Außer du hast irgendwelche Rüstungsständer noch. Oh, cool. Oh, gib her. Oh, danke, Bauarbeiter. Mach's gut. Jimmy, was machst du hier? Hey, Rudi, ich hab was richtig Cooles für dich. Was ich denn? Ich lade dich hiermit offiziell zu mir ein. Viel Spaß, wir sehen du uns. Du lädst mich ein. Was steht denn hier? Einladung für Odi zu Jimmys neuem Shop? Hä? Jimmy hat einen Shop aufgemacht? Ey, Mann, das ist voll unfair. Ich hab doch einen Shop aufgemacht. Oh, Mann. Ich stelle hier erstmal die Rüstungsständer hin. Die sehen auch gruselig aus. Hä, wer schreit da meinen Namen? Ich bin's. Hä? Ah, Braxia! Oh, dein Laden sieht ja super aus. Schau mal, wie gruselig! Oh, da sieht ja Jimmys Laden voll blöd aus. Jimmy hat einen Laden? Ja, der hat einen Laden gebaut vor seiner Haustür, der Doofkopf. Der hat mich eingeladen. Sollen wir mal gucken und vielleicht was kaputt machen? Okay, hast du den Tee dabei, Braxy? Immer. Okay, los geht's. Komm schon. Und ein Feuerzeug! Ja, ist ja gut, beruhig dich hier. Okay, wir schauen mal. Oh, ich warte. Ihn ab, du machst das. Ich muss kurz hier zuschließen, Braxy. Okay, so. Warte, lass uns erstmal gucken, was er zu verkaufen hat. Was ist das denn? Sieht voll blöd aus. Das sieht oder? Ja übelst bescheuert aus. Oh, Leute, wie findet ihr eigentlich Jimmys Blödes? Was soll das überhaupt sein? Warte mal. Lass mal gucken. Oh, der hat sogar Skelette. Herzlich willkommen zu Jimmys Halloween Shop. Dein Shop sieht voll. Blöd aus! Oh, du Blödmann, du bist nur neidisch. Wollt ihr was kaufen? Zeig mal her, Jimmy. Du hast hier gar nichts. Oh, ihr seid gemein. Das ist alles im Aufbau noch. Und weißt du was? Ich hab sogar den... Mann, ich hab eigentlich gar nichts. Okay, dann nehme ich mir die Spinnen mit, Jimmy. Und ein paar, solche Netze. Die kann ich für meinen Laden gebrauchen. Und das Skelett. Was merke ich mir, Odi? Ab jetzt sind wir Feinde. Warte mal, Jimmy. Ich hab dir noch ein Geschenk. Was für eins? Dreh dich mal zu Braxy und dann zeige ich's dir. Na schön. Oh, Braxy, guck mal. Braxy, was ist das? Dreh dich um! Bumm! Weg mit den blöden Laden! Das wirst du bereuen, Odi. Und Leute, ab heute ist mein Laden eröffnet. Ihr dürft euch Sachen kaufen. Kommt schon. Ha. Okay, Leute, jetzt müssen wir einfach nur noch warten, bis der erste Kunde kommt. Und dann verkaufen wir richtig coole Sachen. Und schaut mal, was wir von Jimmy geklaut haben. Einfach so coole Skelette, Leute. Schaut mal. Oh, ich muss den drinnen platzieren. So, zack. Und das Skelett kommt genau vor die Kasse, Leute. Dann haben wir noch ein riesiges Spinnennetz. Hallo. Das machen wir draußen. Was willst du, Jimmy? Ich will was kaufen bei dir in deinem super was tollen, coolen Was willst Laden. Du haben? Kürbisse? Ich
Ich will das beste Halloween-Kostüm bei dir kaufen. Das beste Halloween-Kostüm? Kostüme haben wir gerade nicht. Haha, siehst du, in meinem Laden hätte es alles gegeben. Dein Laden existiert gar nicht mehr. Ich kann dir aber coole Kürbisse verkaufen, Jimmy. Kannst du mir auch einen Kopf verkaufen wie den Creeper? Nein, du hast doch schon einen, aber ich kann dir was Cooleres als den Creeper-Kopf verkaufen. Schau mal. Du hast einen Kürbiskopf. Mhm, zieh ihn an, zieh ihn an. Oh, wie cool. Irgendwie wow. Ist noch cool. Das sieht so cool aus. Das kostet 3 Dias. Hast du... Oh Mann, na schön, dann ich zahl damit, du Blödmann, kannst du behalten. Okay, das reicht auch. Danke, Jimmy, tschüss. Oh, Leute, unser erster Kunde, wer ist denn das? Da kommt, glaube ich, noch jemand. Wir gehen rein, wir gehen rein. So, hinter die Kasse. Was ist das denn hier? Kommen Sie rein, Herr Kunde. Oh, wie cool, ein Halloween-Shop. Mhm. Oh, was bieten Sie alles an? Alles, was du siehst hier. Oh, okay. Oh, ich wollte schon immer einen Kürbis haben. Dann nehme ich 2 Kürbisse und ein Skelett, bitte. Und ein Skelett? Okay. Mhm. Dann, einmal das Skelett der Werte her. Und wie viel Kürbisse? 2. Mhm. Okay. Was macht das? Das macht dann bitte 2 Diablöcke. Oh, so günstig. Mhm. Oh, cool, Leute. Wir haben schon 3 Diablöcke. Das ist voll viel. Genau, die Süßigkeiten sind umsonst. Tschüss. Oh, das ist ja super cool. Mhm. Oh, Leute, schaut mal. Wir kriegen richtig coole Rezensionen für unseren Shop. Würdet ihr auch gerne mal was hier kaufen in meinem Shop? Wenn ja, schreibt es mal unten in die Kommentare, was ihr kaufen würdet. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, wer als nächstes kommt. Oh, komm schon, nächster Kunde, vielleicht Rex hier? Oder Jimmy nochmal? Warte mal, wir schauen mal, was Jimmy macht. Jimmy? Ich bin ein Kürbis, mich sieht doch niemand. Du hast Beine, Blödmann, Kürbis hat keine Beine. Oh Mann, oh, na schön, ich war hier nur auf der Durchreise, nichts Besonderes. Tschüss, ich muss meine Halloween-Sachen machen. Mach das, du Blödmann. Okay, Leute, ich glaube, ich schließe den Laden für heute. Wir haben schon gut Sachen eingenommen und wir kommen einfach morgen nochmal und schauen, was passiert. Oh, das wird so cool. Oh, Leute, ich glaube, ich mache jetzt einfach den Laden zu. Es kommt eh keiner mehr und es wird einfach morgen bestimmt ein viel coolerer Tag. Naja, egal, Leute, kommt schon. Oh, ich bin schon voll müde. Oh, das wird so cool, Leute. Und rein da. Oh, irgendwie bin ich schon müde. Ich glaube, ich lege mich jetzt schon hin, Leute. Auch wenn es ein bisschen Tag ist. Gute Nacht. Oh, warte mal. Irgendwas ist an meinem Laden passiert, Leute. Hört ihr den Alarm? Oh, schnell, schnell, schnell. Wir müssen schnell zu meinem Laden. Oh, ich habe meine Axt draußen. Welcher Blödmann war da? Brex hier. Bei mir wurde eingebrochen. Komm schnell. Was war das für ein Alarm? Oh Mann, schau mal. Oh, jemand hat mein ganzen Laden zerstört. Oha, wer könnte denn eifersüchtig auf dich sein? Das war bestimmt... Ich weiß schau es mal, nicht. Ich sehe da was in deinem Laden. Warte mal. Hier ist orangene Farbe, Brex hier. Oh, soll das etwa heißen? Jimmy, er hätte auch ein Motiv. Er hätte auch ein Motiv. Du hast recht, weil wir seinen Laden zerstört haben. Aber warum macht er sowas? Mein Laden war doch cool und er hat was bei mir gekauft. Mann, ey, kurz vor Halloween. Wir stellen ihn zur Rede. Wir stellen ihn zur Rede. Du hast recht, Brexy. Warte, aber wie machen wir das? Nee, weiß nicht. Ich lenke ihn ab und du... Hast du eine Falle dabei, Brexy? Ja, warum eine Käfigfalle? Ja, genau. Gib her, ich habe eine Idee. Und zwar rennst du jetzt zu Jimmy und sagst, boah, oh, die hatten ein richtig großes Halloween-Haus gebaut. Und dann lockst du ihn am besten, genau hier an der Treppe. Genau hier an der Treppe. Und zwar so hierhin. Und dann läuft der rein und ist eingefangen. Okay, mach ich. Und ich verstecke mich auf dem Baum. Komm schon, Brexy, mach das. Bis gleich. Oh, wir sehen Brexy da hinten, wie er jetzt mit Jimmy redet. Oh, warte mal. Jimmy, komm raus. Ich schlaf, du Blödmann. Was willst du? Du musst dir Odis Riesenhaus Halloween anschauen. Was? Odi hat ein Haus, ein Halloween-Haus? Mhm, hier lang. Seit wann das denn? Oh,
Hier, wo ist denn das? Was redest du? Lauft rein, ja! Gefangen, du blöder Halloween-Zerstörer! Mach das weg, du Blödmann! Nein, wir machen das nicht weg, Jimmy! Warum hast du mein Halloween-Haus bzw. mein Halloween-Shop zerstört? War ich nicht, das war Brexy! Hä? Brexy? Warst du das? Nein, warum sollte ich das gewesen sein? Er hat ein Motiv, nicht ich. Er meint, er hat eine Kameraaufnahme. Ja, genau, und dazu musst du mich freilassen. Er lügt dich an, er manipuliert dich. Dann läuft er wieder weg. Ich habe eine andere Idee. Ich habe genau 3 Diablöcke. Für denjenigen, der die Wahrheit sagt. Brexy war 100% Jimmy Odi. Warum soll ich dein Haus kaputt machen? Oh, Leute, ich kann mich nicht entscheiden, wer es war. War es Jimmy oder war es Brexy, Leute? Ihr müsst entscheiden, wer es war. Ein gelbes Herz in die Kommentare für Brexy und ein orangenes Herz für Jimmy. Oh Mann, Leute, ich kann mich nicht entscheiden. Helft mir. Und bis das geklärt ist das Video erstmal vorbei, Leute. Deswegen lasst mal ein Like und ein Abo da. Und checkt meine Freunde in der Infobox ab. Jimmy und Brexy, die machen auch richtig, richtig coole und gruselige Videos. Leute, das wird richtig cool. Ich würde mal sagen, wir sehen uns. Tschüss.